Servus und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Schicht unseres, ja, schon bereits heißgeliebten Frank Miller. Unser Frankie Boy ist wieder unterwegs, um die Straßen von Brighton unsicher zu machen. Nein, eben nicht. Er versucht, die Straßen von Brighton sicherer zu machen. Und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, also das letzte Mal haben wir zwar diesen Stadtteil freigeschalten, nämlich Downtown. Ich habe jetzt ganz ehrlich überhaupt gar keine Ahnung, warum das jetzt wiederum gesperrt ist und warum wir da jetzt wieder nicht hin können. Und wir sind jetzt zweimal mit dem Auto gefahren. Das ist zwar immer recht Gaudi mit dem Autofahren, aber meistens fahren wir ja gar nicht mit dem Auto, sondern bleiben irgendwo stehen und machen irgendwas anderes. Deswegen dieses Mal gehen wir mal wieder zu Fuß. Wir machen mal nochmal eine Nachtschicht jetzt hier in Chester und ja, lassen das jetzt ganz gemütlich auf uns zukommen. Ich hoffe, dass danach dieses Downtown wieder freigeschalten ist, weil eigentlich wollte ich das jetzt machen, geht aber jetzt nicht, keine Ahnung. Vielleicht fehlt uns nochmal ein bisschen Erfahrungswert oder wir müssen es das nächste Mal nochmal machen. Also. Es ist ja eigentlich völlig wurscht. Gell? Es ist ja Gaudi und es soll ja Gaudi machen. Und mich freut es, dass ihr dabei seid. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen unsere Schicht, schmeißen uns eine. Frankie Boy, tu nicht lang rum. Schalt deinen Computer ab und hinaus geht's in die weite Welt. Und ja, also machen wir. Versuchen wir, sicherer zu machen. Ne? Die Straßen. Vorher habe ich gesagt, unsicher. Das passt irgendwie nicht zum Polizisten. Die Straßen und sie machen. Also, gehen wir zu Fuß. Heute mal wieder. So, und schauen wir uns mal einfach um. Mit bloßem Auge sieht es schon von der Ferne jede Menge Strafzettel vor, schon wieder drauf verteilt zu werden. Und dann schauen wir mal, was halt so los ist. Ja, einer nach dem, schaut sich das so. Einer nach dem anderen. Und kein Parkour. Und der steht zu weit weg. Und überhaupt, los geht's. Geht man gar nicht lang rum. Also zuerst einmal steht der auf dem Bürgersteig. So, und haben wir schon unsere ersten 10 Punkte. Dann ist die Parkour abgelaufen. Ja, freilich gleich das nächste. Das Kennzeichen habe ich schon nachgeschaut, das passt. So, haben wir schon die ersten 20 Punkte. Und dann geht es gleich weiter mit unserem nächsten Freund hier. Der steht definitiv zu weit weg. Und da ist es im Weg. Leichte. Unerlaubte Straße überqueren. Vor mir oder was? Ey, Moment einmal, Freundchen. Also jetzt 6 Sekunden. Was war das für eine Strafe? Unerlaubte Straßenüberquerung. Strafzettel, mündliche Verwarnung. Punkte gibt es das gleiche? Nein, Strafzettel. Weil das direkt vor meiner Nase gemacht hat, ist ja wohl die Hund. Jawohl. 25 Kröten. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, du, da passt eh. Siehst du, hast keinen Ärger. Genau, sagst du es deinem Anwalt. Wunderbar. So, wir sind jetzt wieder bei unserem Freund hier. Er steht zu weit weg, er hat abgelaufen. Also es ist ja eine Freude. So mag ich Schicht anfangen. So mag ich Schicht anfangen. Gleich kaum ein paar Sekunden vergangen. Trudeln die Punkte ein. Finde die gesuchte Person. Moment, ich muss erst Strafzettel verteilen. Finde die gesuchte Person. Ich werde das vor Ort und suche nach der verdächtigen Person. Können wir ja mal Chat machen. Das ist dann wo genau? Oh ja, sind wir eh da. Jetzt weiß ich bloß nicht, in welche Richtung wir mal wieder laufen. Richtung Süden. Ah ja, da oben sieht man es ja, gell. Hätte ich eigentlich schon eher bemerken können. Also da ist Süden, das heißt, wir müssen wieder zurück. Alles klar. Aber vorher, Moment. Haufenstraße und schauen wir mal, Kennzeichen. Auch abgelaufen. Der kriegt ja gleich 3 Strafzettel. Ist es nicht eine Freude? Ist es nicht eine Freude? Ja, da macht es ja Spaß. So, einmal und dann gleich nochmal. Parkour abgelaufen, jawohl. Und nochmal 10 Punkte. Ja, wenn das so weitergeht, machen wir fast so viele Punkte wie mit einem Unfall. So, was haben wir gesagt noch? Abgelaufenes Kennzeichen haben wir auch noch, mein Freund. Ja, schau hier. Mein, so einen großen Scheinwischer hast du gar nicht, dass die da alle Platz haben, die Strafzettel. So, jetzt haben wir gesagt, andere Richtung. Oder war da noch irgendwas? Nein. Gut, wenn ich da am liebsten jetzt am 4. hier kriege, aber gut. Es schaut soweit okay aus, gut. Dann haben wir gesagt, andere Richtung, gell? Jetzt schauen wir mal schnell. Ja, genau, also Richtung Nordosten jetzt praktisch. Ah ja, dann sagt er. Könnten Sie mir bitte weiterhelfen? Weiß ich nicht, was gibt's denn?
Bitte, Officer. Ich suche die Brick and Mortar Bar Lounge. Können Sie mir den Weg zeigen? Brick and Mortar Bar Lounge. Ja, Kruzifix, schaue ich aus wie ein Alkoholiker. Sag, Moment einmal. Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, ob wir es haben. Bar. Markt. Sam's Kitchen. Best Value. Pasta. Party, da haben wir nicht. Sorry. Akzeptieren. Leider. Das ist keine große Hilfe. Ja, ich weiß schon. Entschuldigung. Mei, ich kann ja nicht alles kennen. Also, entschuldige mal. Du mit deinem Irokesenschnitt schaust aber auch verdächtig aus. Gut. So, jetzt müsste man ja eigentlich. Ah, nein, 57 Meter, da oben sind schon ein paar Meter noch. So, schauen wir mal. Grünes Hemd, rote Hose. Eine Dame ohne Brille. Oh, bewaffnet. Heide nein. Muss man vorsichtig sein. Dann tun wir mal so, als würden wir von all dem nichts wissen. Schauen Sie mal hier so ein bisschen die Autos an. Moment einmal, darfst du da stehen? Da ist gar kein Parkuhr. Montag haben wir aber nicht mehr am Dienstag. Mit dem Glück gehabt, Chef. Nummern schüttel sich eher so, brauche ich nicht näher hinschauen, das sich eher so. Okay, so, also grünes Hemd, rote Hose. Moment mal, wieso sagt Scheiden, der schon wieder runter, sind wir da nicht? Das sind wir ja perfekt richtig. Aber wir könnten mal rüberlaufen auf die andere Straße. Jetzt mal langsam. Ja, ich weiß schon, das ist natürlich jetzt in Punkten nicht so erträglich, aber weiß auch nicht, das soll ja Spaß machen. Ich glaube, dass es final nicht immer schlussendlich um Punkte gibt, auch wenn wir natürlich Dinge freischalten wollen. Aber es macht einmal so Spaß, ein bisschen durchzutingeln. Außerdem lernt man dann ein bisschen besser die Stadt kennen. Und, Brick and Mortar, Bar and Lounge. Ja. Moment einmal, haben wir die... Achso, das sehen wir jetzt leider nicht. Ja, aber dann müssen wir die eigentlich, hätten wir die eigentlich in unserer Map haben müssen, haben wir aber nicht. Naja, gut. Ah. Okay, wir schreiben, was haben wir denn eigentlich? Januar, Februar, Mai 20 haben wir, okay. Schaut alles okay aus. Die Person hat Abfall weggeworfen. Ja, geh. Okay. Grünes Hemd, rote Hose. Sieht jetzt hier niemanden. Schön, Sie zu sehen, Officer. Ja, servus, grüß dich nachher. Ich freue mich auch. So. Also die Leute können sich natürlich auch da verstecken, ne? In so in diesen ja, Zwischengängen und so weiter. Haben wir da, ihr zwei, recht verdächtig hier im Halbdunkeln. Okay, ich sage jetzt nichts dazu. Ja, da steht einer. Ah, okay. Die Position wurde aktualisiert. Okay. Schauen wir uns gleich an, während wir ganz kurz mal hier schnell, ganz auf die Schnelle. Zack, zack, zwei Strafzettel verteilen. Okay, dann zeige mal, wo. Ah ja, okay, also wieder Richtung Westen, da lang. Naja, da steht sie eh wieder um. Bewaffnete Person, heieiei. Da brauchen wir dann wieder. Moment mal, wie geht denn das? Also, das war Radarpistole, ne, Elektroschock, genau. Und wenn man den jetzt so einstecken, brauche ich bloß einmal draufdrücken. Ich glaube, ich habe einen Unfall gehört. Ui, was ist denn da los? Okay. Was ist da los? Wir sind vor Ort. Ja. Ich habe hier eine verletzte Person. Ich brauche einen RTW. Personen kommen natürlich immer als erstes dran. Das ist ja wohl völlig klar. Wir haben leider keine... Nichts dabei. Was ist denn da los, Chef? Ich bin noch nie bei Rot gefahren.
mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Ah, jetzt kommt er wieder mit seiner lauten Sirene. Das ist ja wieder furchtbar. Bitte schön. Ja, schalt das Ding ab. Harold Barrera stimmt. Ablaufdatum noch nicht. Geburtsdatum 86. Geburtsdatum 86 auch noch nicht abgelaufen. Okay. Schaut soweit in Ordnung aus. Die Person scheint nervös zu sein. Ja, dann machen wir doch gleich mal einen Alkoholtest. Wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Okay, keinen Alkohol. Es geht schon. Okay. Dann natürlich Drogen, wenn er nervös ist. Ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ja, ich kann aufstehen. THC, der alte THC, der alte Kiffer. Ja. Okay, mein Freund, dann. Okay, kommen wir jetzt gleich nochmal dazu. Jetzt darf ich erst einmal gern wissen, was der hier rumsteht. Nein. Okay, der muss auch mitgenommen werden, Freunde. Der ist irgendwie auch verletzt. Gut, dann. Also jetzt darf ich es nicht falsch rum machen. Wenn ich jetzt überlege gerade, wenn ich ihn jetzt festnehme, kann ich ihn den Unfallbericht nicht mehr übergeben. Das muss ich aber. Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Hier. Unfallbericht übergeben. Scheint quasi nutzlos, okay. Aber gut. Was soll's. Können Sie selbst gehen? Er scheint nicht nutzlos, du hast über einen Hau. So, und dann? Ja. Aufstehen. Ich komme mit. Ach so, Moment, genau. Was anderes. Moment, ganz kurz, ich gehe nochmal zurück, weil jetzt durchsuche ich erst das Auto, ob der Drogen dabei hat. Ich habe einen illegalen Gegenstand gefunden. Also bis jetzt haben wir keine Minuspunkte gekriegt. Alles richtig. Was für ein illegalen Gegenstand? Marihuana. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ne? THC halt dann. Mein Freund und Helfer. So, also, jetzt ist aber die Frage, wie machen wir es richtig? Nein. Okay, was haben wir denn? Nein. Also da sind wir überall nicht richtig. Das heißt, also ich kann jetzt immer mehr machen. Moment, doch noch was? Ich schaue mal ganz kurz im Bordcomputer, hätte ich beinahe gesagt. Ich glaube, ich kann gehen. Kein Hafen. Okay, also sonst. Keinen Dreck am Stecken, okay, alles klar. Mei, er ist halt bekifft gefahren, also dann anscheinend anlegen. So, und jetzt im Besitz von zu viel Cannabis, das weiß ich nicht, weil ich weiß jetzt leider nicht, wie viel das er besitzen darf. Aber er ist auf alle Fälle Alkohol- oder Drogenmissbrauch wegen Fahren unter dem Einfluss von Cannabis, ganz genau. Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis. Jawohl, und das hat ja, du hast schon ganz schön viele Punkte gesammelt, sau gut. Bitte, nein! Ach, bitte doch. Geh an den Straßenrand, mein Freund, damit wir hier im Fahrzeug jetzt ja nicht haben. Oh, meine Fresse. Jetzt habe ich echt. Die fahren den zusammen. Gut, dann müssen wir natürlich das Auto abschleppen lassen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schick bitte den Abschlepper. Alles muss seine Ordnung haben. Und dann, holen wir die. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich ganz genau. Verstärkung benötigt. Wir haben bis jetzt keine Minuspunkte gekriegt. Wir haben alles richtig gemacht. Super. Ihr habt das jetzt leider links. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ihr habt das links jetzt nicht gesehen mit den gelben Balken. Aber, oh Gott, das ist so schnell gegangen. Okay. Und die Frau treibt sie anscheinend, jetzt kann ich mal ganz kurz schon nochmal auf den Ding. Aha, diese Frau mit dem grünes Hemd, rote Hose, läuft hier auch noch irgendwo rum. Oh, sehr schön, fahr du das Ding mal weg. 230 Punkte, legst mir am Arsch. Und wo kommen die Kollegas? Da kommen die Kollegas, da hinten sind sie schon stehen. Gut, ich habe die verdächtige Person verloren. Ja, schade. Mei, war jetzt in dem Fall wichtiger. Hallo? Da muss ich nicht drauf warten, oder? Oh Gott, steht an der roten Ampel. Ich glaube, ich häng, der steht an der roten Ampel. Ja, jetzt ein paar Sekunden warte jetzt doch noch. Auf geht's.
Ihr seid schon die, oder? Ja, schaut ganz so aus. Jawohl. So ist es ordnungsgemäß. Wir warten, bis er kommt. Haben dicke, fette Punkte gesammelt. Da ist die Verstärkung. Sehr gut. Haben wir so jetzt keine... Richte eine Verkehrskontrolle ein, um Fahrzeuge zu stoppen und zu kontrollieren. Wieso soll man denn das machen? Das, glaube ich, geht mit der Kelle, oder? Aber die haben doch Winkerkelle. Aha, okay. Das haben wir eigentlich noch nie gemacht, gell? Kann man mal machen. Einfach just for fun. Brauchen wir irgendeine gescheite Straße? Ich weiß zwar nicht, warum und wie wir das dann kontrollieren sollen, aber ich probiere es jetzt einfach einmal. Jemand hat dich gegrüßt? Ja, ja, servus. Was ist mir nicht immer alle an hier? Bitte. So, jetzt pass auf. Na, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Okay, das war ein bisschen spät anscheinend. Habe ich nicht genau mitgekriegt, wie er das macht. Da hätten die hier, ich weiß jetzt nicht, wie die das machen, fahren die dann da raus oder? Es ist spät, der braucht so lange, bis er das Signal macht. Irgendwie komme ich mir blöd vor, wenn ich mit dem Ding da so rumlaufe. Kommt jetzt einmal einer. Ja, sag einmal. Oh. Okay. Ah ja, bei dem hat es geklappt. Okay. Ja, bei dem geht zum Beispiel schon mal Rücklicht nicht. Schauen wir mal. Haha, Oktober 20. Ah, scheiße. Gut noch. Ja, der verdient jetzt einfach... defekter Scheinwerfer. Das machen wir jetzt einmal. Angehalten, weil ihre Scheinwerfer defekt sind. Warum minus 2? Das hat gestimmt. Das kann nicht sein. Ach komm. Naja gut, wir müssen es halt einfach einmal ausprobieren. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ich weiß jetzt nicht, ob man das einfach so dürfen. Hätte ich zuerst einmal den Text lesen sollen, gell? Nee. Also das ist jetzt wieder das nochmal 5 Punkte minus. Wir dürfen halt nicht einfach so just for fun. Okay. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein... Okay, also Führerschein, Fahrzeugschein ist okay. Okay, Officer. Bitteschön. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. So, der Noah Puri, passt soweit, kein Waffenschein, Datum 94, okay. Ist auch noch nicht abgelaufen, okay. Dann dies, dann den Computer schauen. Kein Haftbefehl, alles okay soweit, na gut. Okay, dann. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Fahren Sie vorsichtig. Okay, haben wir jetzt ein paar Minuspunkte gemacht, ja, minus 7 Punkte, aber weiß ich nicht, das mit dem Anhalten ist so spannend, das ist jetzt auch nicht, gell. Da finde ich jetzt, ach, die gesuchten Personen, nein, ich mag jetzt nicht eine Leiter. Naja, gut, okay, wir haben ja sonst nichts anderes vor und das kann man ja immer so im Vorbeigehen machen. Roger Holmes, ein, okay, brauner Anzug. Ganz kurz schnell zwischendrin mal wieder. Heieieiei, was ist denn das für eine Schicht? Das geht ja zu wie im Taubenschlag. Wie im Taubenschlag müssen wir hier tausend Sachen machen. Also, ist ja furchtbar. So, okay, ist noch gültig. Jetzt zeigt man so zwei Sachen an. Was bedeutet das? Und da ist die Person, oder wie?
Ja, das ist ja Blödsinn. Machen wir das, kommen wir das mitmachen, das Zeichen wieder. Dann laufen wir jetzt da hier und dann laufen wir da durch den Park. Aber das zeigt uns einmal wieder nicht an. Mei, oh mei, ist das geschlampert gemacht. Doch, da geht's zum Park. Servus. Der Hai ist schon lang gestorben übrigens. Ich habe mein Ziel erreicht. Oh, wirklich? Ach so, ja, ja. Okay, da müssen wir doch weiter vorne. Ja, es tut mir leid, dass ich da umschalten muss auf die Karten. Aber ich muss ja ein bisschen orientieren. Ich also bin jetzt vor Ort und suche nach der verdächtigen Person. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Ja, was möchten? Ja, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Entschuldigung, Officer. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Riesendinosaurier-Monument komme? Ein Moment, das kenne ich. Das haben wir schon mal gehabt. Riesendinosaurier, sag mal was. Das ist dieses komische beleuchtete Ding. Ach, Kinder, das dauert aber. Jetzt sind wir so ein bisschen lang. Das war doch irgendwo Blackbird Theater. Dinosaurierstadion. Genau, hier. Vielen Dank, Officer. Oh, 10 Punkte. Okay, gut. Also, was haben wir jetzt? Hier. Brauner Anzug, Mann mit braunem Anzug. Na super, das hilft uns ja eigentlich auch nicht recht viel weiter. Moment einmal, drücken, um Details anzuzeigen. Ah, okay, die Aktion war rechtmäßig. Wir können auch, aber das kostet uns zu viel Zeit. Wenn wir das jetzt mal währenddessen machen, das machen wir irgendwann danach. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, ja, also der Konto, gut, dann läuft man da jetzt einfach mal außen rum einmal. Was ist mit der Schicht? Ja, ein bisschen haben wir noch. Okay. Du hast schon 260 Punkte gemacht. Und das andere, das legen wir als Erfahrungswerte. Also wir sammeln Erfahrungswerte. So, also. Okay. Was ist da? Ist jetzt da Unfall passiert? Da ist die Parkour abgelaufen. Habe ich so im Vorbeigehen gesehen. So, lala. So macht man Punkte. Tatsächlich, ein Unfall. Ja super, die Punkte nehmen wir gleich noch mit. Ja logisch. Ich weiß nicht, warum ihr so weit auseinander steht. Ich habe leider kein Zeug zum Sichern da. Macht nichts. Quatschen wir mal. Was ist denn los, Frau? Befragt. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Oh Gott, meine Güte. Okay. Zeigen Sie Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung. Ja, wenn du erst einmal deinen Kopf freikriegen musst, Frau, das kann ich natürlich bestens verstehen. Und ich sehe so im linken, im rechten Auge, dass hinten die Autos alle umdrehen. Sehr gut. Peggy Johnson passt soweit. Ablaufdatum 19.10.2019 abgelaufen. Okay, liebe Peggy, dann... bevor wir das vergessen, erst einmal hier abgelaufen. Na, an, na. Zwei Nummer, warte. Achso, nee, das war schon zu dies, oder? Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Hm? Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Ja, Verstoß bestrafen. Dann machen wir einen Alkoholtest, logisch. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Gibt Punkte, oder? Ja, gibt Punkte, aber passt soweit. Okay, dann Drogen natürlich auch. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Gibt 5 Punkte, ein bisschen Fortschritt, keine Drogen. Okay, vorerst mal gut. Gut, dann bleiben wir hier stehen. Wo ist denn der zweite? Bist du der zweite jetzt hier, oder? Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Nein, halt auf den muss ich aussprechen. So. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch ganz durcheinander. Ja, sag mal, warum seid ihr alle so durcheinander? Aber gut, ein Unfall, ja, das ist schon. Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Peter Velasquez, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber okay.
Ist noch gültig, gerade so. Waffen sein, nein. Wechseln. 21. Okay, schaut soweit okay aus. Alles klar. Dann fragen wir kurz den Computer. Waffe, nein, ja. Gültig. Okay, gut. Dann gibt es nichts zu beanstanden. Dann machen wir Fotos. Okay, er hat scheinbar vorne nichts, hinten auch nichts. Ja, was waren dann? Okay. Ah ja. So. Und was wir diesmal nicht vergessen dürfen, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, was wir das letzte Mal vergessen haben. So, der Bericht ist ausführlich, sehr gut. Da haben wir noch viel mehr Fotos, super. Wir dürfen nicht vergessen, ob irgendwas rumliegt. Die Einzelteile, wisst ihr, auf der Straße. Auch die muss man fotografieren, gell? Habe ich das letzte Mal vergessen. Okay, schaut aber jetzt soweit alles okay aus. Gut. Alles klar. Auch alles klar. Er hat da anscheinend nichts. Ja. Ey, wir haben voll dicke Punkte gemacht, Tante. Gut, okay, dann. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Und dann kann er eigentlich fahren. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich weiß nicht, warum der gelbe Balken schon wieder nicht voll ist. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen. Nein, okay. Und dann Sie noch. Also haben wir irgendwas vergessen. Den Wagen dürfen wir nur durchsuchen, wenn es einen Grund dafür gibt. Unfallbericht, Verstoßbestrafen haben wir gemacht. Durchsuchen gibt auch keinen Grund. Okay. Hier ist die Unfallbericht. Unfallbericht. Nochmal 20 Punkte gibt es. Saugut. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Nur also, dann passt's ja. Dann. Dankeschön. Ja, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Super. Geile Punkte gemacht. Ja, alles klar. Den Unbekannten haben wir leider nicht gefunden. Und da oben steht es 80 Meter. Dann machen wir uns wieder auf dem Heimweg. War eine gute Schicht. 358 Punkte. Und wieder mal was dazugelernt wegen den. Hoffentlich fahrt es mir nicht zusammen. Der fährt mich zusammen. Spinnst jetzt? Wieder dazugelernt mit diesem Kontrolle. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. So. Mütze abnehmen im Gebäude. Jawohl. Setzen wir uns her und schauen wir uns kurz mit dem Bericht an. Super. Gut gelaufen. Ja, fette Punkte vom feinsten Unfall. 120 Punkte. Da haben wir es. Minus 7. Also, was war da jetzt Sache? Fahren mit defekten Scheinwerfer. Ihr habt es gesehen. Ihr seid meine Zeugen und ihr könnt jetzt nochmal zurückspulen, ich kann es nicht mehr. Ja, da hat hinten rechts ist das Licht nicht gegangen von dem. 100 Pro. Es sei denn, es war so ein blödes Auto, wo das Licht ausgeht, wenn der Blinker blinkt. So was gibt es tatsächlich in Amerika. Unrechtmäßige Fahrzeugkontrolle. Ja, weil dann wahrscheinlich kein. Ja, es ist auch nur ein triftiger Grund. Ja, muss ich nächstes Mal nochmal genau lesen. Aber ansonsten. Und zwei Unfälle, saugut. Also das hat sich echt gelohnt. Fußstreife vom Feinsten, würde ich sagen. Vom Allerfeinsten. Und genau den Titel kriegt jetzt die Sendung. Fußstreife vom Feinsten. Okay, gut, super. Alles klar, verlassen. Akzeptieren. Es ist nichts dazugekommen. Der neue Stadtteil ist wieder gesperrt. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber okay. Werden wir dann das nächste Mal rausfinden. Super. Dann machen wir Schluss. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen wieder mal. Der Lidschernik, ich hoffe, das macht euch Freude. Und bei mir macht es immer nur Freude und da machen wir schon ein bisschen weiter. Eigentlich soll es ja nur angespielt werden, aber das ist echt so Gaudi, da machen wir jetzt schon ein bisschen weiter. Ich bin irgendwie so ein bisschen angefixt hier, dass wir die ganzen Sternchen da noch kriegen und dass sich die Stadt eröffnet und dass wir mal ganz vogelwild mit dem Auto rumfahren können. Denn hier steht, Fahrzeugstreife, alle freigeschalteten Fahrzeuge,
Stadtteile sind verfügbar, heißt erlange 14 Dienststerne. Das war natürlich schon ein geiles Ziel. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Bis zum nächsten Mal. Schaut's wieder ein. Servus, pfiat euch.